Nudeln, eins der beliebtesten Flachteigprodukte der Welt, ist ein Oberbegriff für eine Vielfalt von gegarten Speisen. Aus einem Teig, meist auf der Basis von gemahlenem Getreide, von denen ein großer Teil heute unter Teigwaren eingeordnet wird. Nudeln können verschiedenste Form und Größe aufweisen und mit den unterschiedlichsten Zutaten hergestellt sein. Verzehrt werden sie in der Regel mit Tomatensauce. Aber stimmt das überhaupt? Oder haben wir sie nur hinters Licht geführt? Herr Felix? Wir haben ja eine Auswahl. Feinste Produkte von Euroasia. Euroasia ist ein guter Laden. Euroasia ist mein Leben. Gut, wir heben uns das hier fürs Finale auf. Ja? Ja, Flachteigware. Also wie man sieht, eine Vielfaltpalette von verschiedensten Produkten, Speisen, Getränke, je nach Wunsch, aus dem normalen Alltag. Aus dem normalen Alltag und aus Euroasia. Das ist ein guter Laden, hier in Spandau in der Euroasia, den besten Mustika. Euroasia. Wollen wir noch erklären, wie wir an die ganzen Produkte gekommen sind? Mit Geld erworben. Wir haben sie einfach gekauft, ne? Ja. Ja. Seht ihr jetzt, wie wir die gekauft haben, oder? Das ist sogenanntes Türlotuchsusu. Die Leute wollen das sehen. Was ist das hier, Alter? Hehler Tomatenketchup, der normale Tomatenketchup. Den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich auch nicht. Was ist denn das hier zum Beispiel? Das sieht auch richtig gut aus. Da würde ich so ein Glas mitnehmen. Den können wir ja machen. Können wir brühen, oder? Und dann, ja, so, und dann in die Nudeln. Ja. Virgin Olive Oil. Wir sind Virgins. Oh ja, sind wir. Wir haben jetzt halt schon super viele Sachen, ne? Ja, man könnte auch denken, wir bauen eine Bombe. Jo. Hier, guck mal. Uludag Frutti. Jo, nimm mit. Zwei. Was ist, wenn wir so ein bisschen krokant noch dazu streuen auf die Nudeln? Zum Beispiel türkischen, arabischen Erdnussflips. Guck mal, hier ist doch auch üblich wie bei so Handgranaten, so ein Pin, den man abzieht. Hallo! Alles gut? Ja, Mann, Bester Dönermann, stabil, ja. Stabiler Typ. Hallo, herzlich. Gute Schuhe aber. Oh, original, Orthopädie. Orthopädie, original. Wir wollen das mit Nudeln essen, lecker Nudeln. Also ich habe Rotwein gekauft und schönes Waschsteiner und Hasseröder. Also Max, was haben wir denn jetzt eigentlich erbeutet alles? Also wir haben ja natürlich hervorragende Produkte aus dem deutschen, aber auch dem Nahost-Haushalt. Zum Beispiel Uludag, Erdbeervariante Frutti, der Elfentrank, Sprichwell Naturell. Tatsächlich eine Seltenheit, wovon man gar nicht so ausgehen würde, oder Felix? Nee. Also der Tomatenketchup von Hela, original. Wir alle kennen nur den Currygewürz-Ketchup, aber was eigentlich mit dem Tomatenketchup? Da sage ich nur... Hella die Waldfee. Lustig. Hier haben wir noch, ich weiß nicht, was das ist. Also das hands ist down ist illegal, es. Alter. Alter. So, wo Foltermethode, damit wird gewaterboardet. Jo, dann haben wir hier noch eine richtig scharfe Soße. Und so eine Nougat-Creme, bitter. Was ist das denn für ein Bottich? Der hier? Nee. Achso, der hier. Das ist eingelegtes Gemüse in Salzlake. Mm. Und ansonsten Rotwein, Hasseröder mit dem tollen sexistischen Spruch, Warsteiner. Wir haben hier noch Tee. Für krokant haben wir hier noch, keine Ahnung, iranische Erdnussflips. Ja. Red Bull. Oh. Zu guter Letzt. Das war Yalap Sirup. Ja, das war Sirup. Yalap Sirup. Yalap Sirup. Den Essig haben wir zurückgestellt, Max. Auch aus gutem Grunde. Schade. So, geil. Ja, das ist unsere Produktpalette. Rein. Ich würde anfangen, um das vielleicht ein bisschen aufzulockern, mit dieser Spezialität. Rotwein. Und da gibt es auch gar keine andere Bezeichnung. Es ist einfach, nö, ist einfach Rotwein. Rotwein. Okay. Rotwein. Ich darf ihn auftun? So, bitte. Das ist aber wirklich sehr alt, Internet. Mhm. Ich würde es dir mal kurz auftischen, oder? Weißt du, woran mich das erinnert? Nein. An meine Abi-Abschlussfahrt. Warst du schon mal auf Malle? Nee. Rotwein ist ja auch was ganz Normales zu Pesto. Mach mal auch manchmal in die Soße. Oder man, ja, macht es als Soße. Ablöschen. Oder man benutzt es als Soße. So, guten Hunger, ne? Guten. Wie viel Prozent hat er? Alle bestimmt. Da steht nur 1,5 Liter, das was wichtig ist. Mit dem sind wir ja durch, oder? Ja. Wollen wir nächste? Jo. Wie viele Punkte von 10 gibst du denn dieser Speise? 10 ist am genussvollsten, 1 musst du kotzen. Würden wir behaupten, so ein normales Nudelgericht wäre eine 10? Mhm. 6, weil ich glaube, es geht ja noch deutlich schneller. Aber man kann es essen. Ja. Wenn mal gar nichts da ist, Wein schön mit Nudeln. Auch nicht teuer. Aus dem Park einfach Rotwein. Ich würde direkt daran anknüpfen und die Biere nehmen, die so schön haben geprickelt in meinem Bauchnabel die letzte Nacht. Lass uns eine noch kleinere Portion machen. Wir wollen ja hier nicht unnötig verschwenden. Nee. Alter. Alter, wie das schäumt!
Danke. Ja, kein Problem. Ist irgendwie komisch. Hier schmeckt man die Harmonie von Getreide und Getreide. Die Kohlensäure. Alter, es gibt gar kein Essen mit so richtig Kohlensäure, ne? Alter, guck mal. Ich hab übel gelappt. Die ist doppelt so lang. Kann man daraus so schlürfen aus den Nudeln? So als Strohhalm? Sven, wenn du es siehst, also... Da fragst du dich selber, was du falsch gemacht hast bei dem Jungen. Oh nein. Ich würde sagen 2, weil das passt halt wirklich gar nicht. 3. Ich gebe 3. 3 von 10, Max. Ich würde sagen 2. Der Tomatenketchup von Hela, aber nicht die Curry-Variante. Ist ein 1A-Produkt, glaube ich. Weiß ich nicht. Der riecht voll nach Curry. Alter. Der sieht doch aus wie Curry-Ketchup. Ja. Guten Hunger. Gut. Oh, lecker. Das finde ich schlimmer als Bier. Echt? Ja. Ich finde das richtig lecker, könnte ich fressen ohne Ende. Der Ketchup schmeckt gar nicht nach Ketchup. Hm? Nee. Es schmeckt halt wirklich wie Curry-Ketchup. Nein. Natürlich. Mhm. Nee. Also wenn ihr den seht, den Hela normalen Ketchup, probiert den mal. Aber was daran, was hast du, schmeckt einfach wie Curry-Ketchup. 7 von 10. Ehrliche Bewertung? 4. Was war Bier bei dir? 3. Dann 2. Das war jetzt, fand ich, sehr lecker. Also das hat mich jetzt wieder geerdet, könnte man sagen, so geschmacklich. Hatte ich abgeholt. Ja, deswegen würde ich jetzt das hier nehmen. Okay, was ist das denn, Max? Aubergine, 10% Essig, 11 Cucumber, ne, Gurken, Karotten. Mhm. Riecht gut, riecht gut. Riecht sehr würzig. Riecht sehr gut, mach gern rauf. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich nehme davon nicht noch einen Löffel. Ich finde, wir sollten noch einen Löffel nehmen. Nein. Oder hast du einen kleinen Pimmel machen? Also ich glaube, ist halt ultra säuerlich, ne? Ja. Also es ist richtig, richtig säuerlich. Krasse Würzmischung, also es ist richtig pikant, richtig intensiv. Also krass trifft's. Also ich würde sagen... 0. 1. Bei mir 3, genauso schlimm wie Bier. Nein. Doch. Nee. Doch. Das glaube ich nicht. Aber Bier hatte ich sogar Schwierigkeiten... Ja, das war jetzt schon noch echt. Ich gebe einen Punkt, das ist, weil das bis jetzt das Ekelhafteste ist hier. Ja, bis jetzt. Ja. Okay, ich sage, ist ein Tucken schlimmer als Bier 2. Okay. Das ist hier der sogenannte Jalap-Sirup, glaube ich. Jalap-Sirup. Guck mal, hat doch eine deutsche Beschreibung. Mhm. Die komplett unscharf ist. Guck dir das mal an. Lol, man sieht da nichts. Ist das legal? Boah, das riecht nach Dusch, nach Badezeug. Ja, das riecht so nach Shampoo. Ja, 1:1 Shampoo. Wow, dieser Plastikgreifer da oben. Oh, das war ein bisschen viel. Okay, ey, what the fuck machen wir hier mit uns? Aber vielleicht ist es wirklich eine gute Alternative zur Tomatensauce. Vielleicht finden wir hier den Anfechter. Mhm. So, rein. Es schmeckt ja auch nach Shampoo, ne? Ja, Alter. Boah. Boah. Das ist richtig eklig. Ja. Also das ist einfach nur, das ist nicht so kotzeklig, sondern einfach nur, wo man denkt so, nein. Nee, ja. Einfach verwerflich. Verfassungswidrig bestimmt auch. Das könnte sein, vielleicht steht das drauf. Alter, nee, komm. Weiter. 1. Echt? Ja. Schon wieder? Du kannst nicht jedem eine 1 geben. Was soll ich denn machen? Die Skala ist breit. Oh, die Skala ist echt breit. Okay. Ich gebe dem wieder eine 2. Du hast doch letztes Mal auch eine 2 gegeben. Ja, aber ich hatte jetzt 7. Na, dann weiß ich es. Bier war 3, Wein war 5 oder 6. Also ich gebe 3 Punkte. Von 10 musst du dir überlegen. Von 10? Torku Banada. Bitte. Oh, nein. Mein Hot Take direkt, das ist nicht so schlimm, weil es gibt auch Milchnudeln und so. Oh, da. Also da habe ich hohe Erwartungen jetzt schon dran, ne? Du bist echt komisch. Hä? Warum denn? Okay, einfach mal los. Geil. Finde ich geil. Nudeln schmecken ja nicht nach viel. Mal ganz kurz. Das ist halt null bitter. Das ist straight up. Ganz Nutella. Leicht, ganz. Vielleicht ist bitter arabisch und heißt Gift. Ja. Ich finde das schmeckt gut. Also das Ding an sich ist gut. Ja, auch mit Nudeln. Ich finde auch die Konsistenz geil. Kann man machen. Also bis jetzt ist das die größte Konkurrenz, die Tomatensauce hat. Finde ich. Nur was hast du gegen den Hela-Ketchup? Schmutz-Ketchup. Ja, ich würde dem eine 5 geben. Wobei, ich glaube, Rotwein war bei mir 5. Mhm. Dann gebe ich dem eine 6. Ja, ich gebe eine 7. Krass, Digga. Ja. Als nächstes Ulodak Frutti. Wassermelone trifft Erdbeergeschmack. Ja, Smelltest, oder? Also wie Zahnpasta. Ja, yeah. Das ist safe, das ist 1:1 dieser Melonenkreis-Kaugummi. Abfahrt. Los. Ich muss sagen, die Süße macht mich eher fertig als irgendwie...
Bei mir war gerade schlimm, die Fülle und die Konsistenz im Mund gerade auf einmal zu spüren. So dieses reine Mund ist schon das physische, das physische war gerade ein Problem. Ja, ist halt wieder so ein Kohlensäure-Ding. Ist halt einfach asozial. Das ist asozial. Also es geht halt runter so. Mm. Ich würde sagen eine 4. Ja, schließe ich mich an. Ja? Ja. Also ich brauche jetzt was Herbes. Wollen wir jetzt erstmal... Oh nein! Scharfe Würzsoße, Zutaten, scharfer Paprika, 87%, Knoblauch, Koriander, Salz, Kümmel, Zitronensäure. Was ist es einfach? Nimm doch deinen Scheißlöffel. Nee, aber habe ich abgeleckt. So. Also die Konsistenz ist wie Pesto. Wie Pesto. Ja, ja, genau, genau. Isst du gern scharf? Nein. Hasse ich. Ich hasse es. Warum fügt man sich Schmerzen zu? Rein, oder? Zwei Stück. Riecht echt gut. Ich bin gespannt. Zum Wohl. Ich spüre jetzt schon die Schärfe. Wir haben ja gar nichts zu trinken. Was machen wir jetzt? Hast du Wasser? Hol mal. Das ist schon, ich bin über am Schwitzen direkt. Oh mein Gott, es brennt noch mehr. Wenn du mir jetzt, was? Das ist wirklich sehr, sehr scharf. Alter. Holy shit, es brennt richtig. Es brennt immer noch, Wasser hilft auch nicht. Also es war schon gut scharf, geschmacklich würde ich aber sagen eine 5. Also jetzt der Nachgeschmack, wenn ich so, dann könnte das halt so richtig geile Brot, Tomaten, ja, Paprika-Paste ja, genau. sein. Von so Zwergenwiese oder so. Ja, oder so. Geben wir jetzt anhand des Geschmacks die Bewertung oder anhand des Gesamtbildes? Stimmt, du hast recht. Man muss wirklich alles mit einbeziehen. Ja. Das sind so die Lappen, ne? Jo. Ja, deine 1. Ja. Das kannst du nicht nehmen. Dann 1. Ich würde sagen, Elfentrank, der ist sogar vegan, wie man hier sieht. Echt? Ja. Capri-Sonne ist an sich ein geiles Konzept, aber, ja, aber es ist halt viel Plastik. Ultra viel Plastik. Ja. Meinst du, Capri-Sonne hat die Getränke dafür intended, mit hartem Alkohol zu konsumieren? Habe ich noch nie gehört, aber müssen wir mal ausprobieren, oder? Ja, wie machen wir das jetzt? Achso, ja, das ist schlau. So ein bisschen wie auf Klo, ne? Vom Geräusch her, meinst du, ne? Ja, auch so, ja. Wie das rauskommt. Junge, du versaust auch alles. Quatsch. Rein, oder? Das wird wieder so ein Urlaub-Ding. Ja, glaube ich nicht. Das ist kein Kohlensäure, das ist das Gute jetzt hier dran. Stimmt. Abfall. So, los. Boah. Mm. Das ist auch asozial. Das serviert die Sibine ihrer Harzer Familie. Das ist halt so eklig. Harry Drink. Nicht dann eher Feentrank als Elfentrank? Ist alles in Ordnung? Überleg gerade. Wir nehmen mal das Airaki, Olivenöl. Olivenöl. Für Dings, Virgins. Ja, das Virgin Olivenöl. Ich muss sagen, Nudeln mit Olivenöl stelle ich mir jetzt nicht so schlimm vor, oder? Essen manche halt Leute auch. Komm, mit so einem schönen Henkel, da passt doch so ein kleiner Kinderfinger rein. Ja. War nicht so viel, ne? Ja. Aber das ist tatsächlich auch eine Delikatesse. Ey, ist das für den Konsum? Also das ist bis jetzt eins der schlimmsten Sachen, muss ich sagen. Vom Geschmack, von der Konsistenz, vom Nachgeschmack. Mhm. Das ist das, wo ich kotzen müsste. Ja? Ja, stimmt. Ich glaube, du hast recht. Ich gebe dem auch eine 1. Ich muss. Das ist keine 2 wert. Nee, ist nicht würdig, einer Tomaten. Nee, ich würde dem eine 2. Aber warum? Weil es bringt einen nicht um, weißt du, wie ich meine? Nee, ich gebe 1. Ich lasse mich da auch nicht bestechen, Mann. Na, irgendwas kurz davor. Ja, aber lasse ich ja nicht. Bleib ja hart. Na, dann 2. 1. Okay. Also wir haben Wasser schon mal getrunken. Nein, ey, das kann man skippen. Aber, pass auf, der Twist. Verschwende jetzt nicht die iranischen Erdnussflips. Nein, 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 nein. Nein, das wäre Verschwendung, ey, mit Wasser. Aber das ist das, wo das halt am meisten zur Geltung kommt. Sonst ist es doch ja, nicht fair. Ja, es ist so ein bisschen wie Cerealien jetzt, ne? Oder? Ja. Selbige Größe wie Nudeln. Das sieht so richtig, das leuchtet das im Dunkeln? Das könnte safe im Dunkeln leuchten. So, einen iranischen Nudel. Erdnussflip und eine deutsche Nudel. Genau. Und dann nochmal syrisches Öl mit deutschem Wasser. Alter, das ist so schlimm. So, los. Gar nicht schlecht, geht eigentlich. Gar nicht schlecht. Dann nehme ich noch einen. Leute, wir haben hier syrisches Öl mit schönem Berliner Spreequellwasser. Dazu iranische Erdnussflips mit richtig räudigen, gut und günstig deutschen Nudeln. Ja. Also einen wilderen Mix kann man, glaube ich, nicht hinkriegen. Mm-mm. Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? An diese Fruit Loops. Hat es aber abgestanden, Fruit Loops. Ja, aber es ist dieselbe Konsistenz. Ja, ja. Aber ich finde die Dinger einzeln geil. Ja. Ja. Darfst du nicht einzeln essen bei dieser Challenge. Sorry, war ein Versehen. Aber wenn die es langsam aufweichen. Ja, das ist räudig. Ich würde ihm eine 4 geben. Solide 4 bis 5. Also ich würde ihm sogar eine 5 geben. Ja? Ja. Ja, ich würde ihm auch eine 5 geben. Ja. 5 finde ich bei. Also hast du dich jetzt von mir überreden lassen, ja? Ja, ich mache uns mal beide in eine Tasse schön heißes Teewasser. Jo. Probieren wir mal diesen herrlichen Dogazal-Tee. Ja, Dogazal. Feines Ceylon-Tee. Gartenfrisch. Garden Fresh.
Der Geschmack von Earl Grey Tea entspricht den höchsten Qualitätsansprüchen. Das ist ein Earl Grey Tea. Den höchsten Qualitätsansprüchen? Ja, ja, klar. Hier mit Gütesiegel. Alter. Ich hol schon mal Teewasser. Der riecht ja mies nach Entspannungsbad. Also ich hau mir das jetzt hier ins Teewasser. Einfach mal rein. Ja, wir haben da jetzt leider nicht die richtigen Utensilien für, um das irgendwie fachgerecht zu machen. So, ich würde es mit dem Löffel sogar umrühren. Ja, klar. Ey, das riecht einfach straight up nach Eistee. Ja, ist Earl Grey, Digga. Earl Grey. Earl Grey. Ist das die Basis von Eistee? Ey, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich würde sagen, wir schütten jetzt die Scheiße da drüber. Jetzt schon, ja? Gehen wir rein. Ist das einfach richtig asozial. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich richtig Enttäuschung spüre in dem Video hier. Ich habe Großes erwartet. Aber wir haben es vielleicht auch jetzt nicht lang ziehen lassen. Und vielleicht wurde die Erwartungshaltung auch gesteigert, weil wir so lange hier saßen. Das ist richtig eklig. Ich finde, es schmeckt noch zu wenig einfach. Nee. Ist zu lasch. Schmeckt zu viel Scheiße. Echt? Bei mir stimmt auch immer noch so Fett und Öl drauf und scheiß Olivenscheiß. Nee, finde ich nicht geil. Ich finde es auch gar nicht geil. Dann gebe ich dem eine 6. Also, da wäre ich aber langsam wild. Wäre ich auch laut. Ach, Entschuldigung. Komm. Also 6, ja? Ich habe gerade noch einmal gekostet. Ja. Ich gebe eine 4. Ich will das wohl. Okay. So. Das wird richtig geil jetzt, Das wird so lecker. Oh mein Gott. Streamst du nicht auch bei Red Bull auf den Kanälen? Bei Red Bull zockt 100, meinst du? Ja. Unbedingt mal abchecken. Pflegst du dir auch manchmal so ein Red Bull rein? Das ist ein cleaner Tisch. Ja. Stößchen. Ja. Oh. Spürst du Energie? Ja. Du hast einfach eine Nudelsuppe. Das rappelt auch richtig im Karton. So, rein, oder? Das wird auch wieder richtig schön schlimm. Ich gebe eine 10. Geil. Legendär. Mhm. So, für eine lange Autofahrt? Halt dein Maul. Ich habe Energy Drink mit Nudeln. Ja, aber ich gebe dem eine 10. Ja, ich auch. Ganz werbefrei. Ganz werbefrei und unvoreingenommen. Ja, und unwerblich. Hä? Ist schon fertig. Schon aufgegessen. Ich brauche einen kleinen Moment. Nur, ich werde heute im Schlaf kacken. Das wird so überlaufen. Weißt du, Tamina, was du hier gerade machst? Ich werde einfach so, ohne es zu merken, so auslaufen aus dem Arsch. Siehst du diese chemische Reaktion, die mir blitzt? Hier blitzt es halt wirklich. Ja, ich gebe dem eine 10. Zieh ich mit. Da lässt sich auch nicht streiten, wenn ich will. Da ist nicht viel Spielraum. Ja. Warst du auch so ein Kind, der immer so Sachen gemixt hat, so auch auf dem Kinderpausenhof und so? Oder im Kindergarten eher noch? Wenn es geregnet hat, hat man Modderpumpe da reingemacht, Gras reingeschmissen. Ich war so ein Scheißkind. Ach so, ja. So ein Trank. Genau. Ich habe immer so Brennnesseltee gemacht. Ja, so eine Scheiße. Jede Scheiße reingeballert. Ich habe Stichlinge gefangen und gefressen. Was ist das? Kleine Fische. Hast du wirklich? Ich hab die gekeschert, geköpft, gebraten, über dem Teelicht und gefressen. In so einem selbstgebauten Ofen mit so Kieseln. Beeindruckend. Ich tisch mal auf. Oh, ja, warte, weißt du, was jetzt kommt? Ich glaube, wir haben nichts mehr außer... Tisch mal auf. Ich hol den Bottich. Türlü Tursusu. Türlü Tursusu. Türlü Tursusu. So nenne ich mich auf Twitter bis morgen. Türlü Tursusu. Vor allem auch dieses Gefäß als solches macht ja schon so einen Billo-Eindruck. Also hier ist ja oben so ein Tragegriff dran. Und durch den Laden trägt man es ja so. Das Ding ist, wenn man es anhebt, hat das keine Haftung mehr. Fluppt das so ein bisschen. Ja, wenn hoch, ich jetzt ne? das so drehe, siehst du das? Hebt sich so ein bisschen. Ja, stimmt. Also ich lese mal die Zutaten vor. Mach mal. Wasser, Weißkohl, Gurken, Möhren, grüne Tomaten. Mandel, Peperoni, rote Peperoni, Knoblauch, Aroma, Kochsalz. Ja, und dann noch ein paar Konservierungsstoffe, Säuerungsmittel und Stabilisatoren. Also das Ding ist sicher. Es riecht so wie warmes Gurkenwasser. Es riecht nach Furz. Komm, ist das Letzte. Nimm mal die Kelle. Eine Kelle, Tususu. Boah, allein nur das Wasser. Nein, Mann, mit Gemüse. Oh mein Gott. Doch, ja. Ein bisschen Krautsalat. Aber ich würde es jetzt nicht direkt verteufeln. Ja, ich schon. Ich hätte auch so eine Möhre haben. Türlutususu. So nenne ich mich auf Twitter. Kannst du dir vorstellen, wie das produziert wird? Ich will es nicht wissen. Oh, schön Wasser. Schön das Gurkenwasser. Ja, mein Löffel ist voll mit Wasser. Warte, überleg's dir nochmal. Du, ich hab damit kein Problem. Okay. Okay, dann rein, oder? Warte, Max. Ich wusste, das kommt. Okay, ich zähl runter, ja? Okay. Und dann wirklich. Okay, dann wirklich. Und dann wirklich. Augen zu und durch. Augen zu und durch. 3, 2, 1, go. Ey,
Gib mir nicht auf. Komm, nochmal, probier noch einmal. Nee. Ich probier die Gurke hier. Ich probier die jetzt. Beiß mal schön drauf. Ja, mach dir mal die Sauer weg, das ist ja widerlich. Es ist halt sehr, sehr säuerlich. Ja. Geht in eine Gurkenrichtung, aber ja, sehr salzig, sehr, sehr salzig. Man schmeckt auch das Knoblauch. Es ist ultra intensiv, mega, mega intensiv. Ja, ganz viel Gurke. Ganz viel Kohl halt. Ganz viel Gurke, Kohl. Alles, was kleine deutsche Kinder eklig finden. Deswegen stehst du auch auf so Elfentrank und so. Ja. Und Uludag. Jo, probier mal auch eine Gurke zu essen. So eine einzeln? Ja. Ja, lass mir erstmal. Aber so hat man halt direkt einen Eindruck, du meinst ja, es ist undicht, na, es ist vergammelt, oder? Ja, ja, aber so sieht's ja auch aus. Oh, okay. Mach langsam. Krass, dass du da nicht wirkst. Also Leute, wir haben ja auch die Nummer vom Besitzer. Hallo. Schönen guten Tag. Hier sind die beiden YouTuber, die letztens bei Ihnen im Geschäft waren. Aha, ja. Ja. Wie geht's? Ganz gut. Und bei Ihnen? Ich hoffe, wir stören nicht so spät. Ah, cool. Perfekt. Ja, wir haben gerade das Türlutususu zu uns genommen mit Nudeln. Ja. Erstmal so eine Einschätzung von Ihnen. Kann man das machen? Ist das kulturell erlaubt? Natürlich kann man. Mit jedem Essen kannst du essen. Ja? Nur alleine auch so kannst du essen. Wird das so normalerweise so als Snack oder so? Das weiß ich nicht. Hm. Mit was isst man das denn in der Regel, im Regelfall? Oder mit was essen Sie das denn? Mit Reis, mit Nudeln, mit, ja. Krass. Oh, okay, nicht schlecht. Ja. Einen schönen Abend noch, Herr Mohammadi. Ja. Dankeschön. Ja. Tschüssi. Ciao, ciao, ciao. Ja, vielleicht sind die Nudeln das Problem. Hm. Dann könnten wir das ja hier schlürfen. Ja. So schmeckt der Fortnite Chuck Chuck, Alter. Jo, das ist der Bigness. Der trinkt die am Türlu tust du zu, Alter. Was gibst du dem Türlu? Keine Eins. Also. Ja, eine Null. Also, das ist wirklich. Hiervon habe ich ja gewirkt. Null. Null. Eine Null vom Felix. Jetzt moderieren wir die Scheiße ab. Ja. Okay. Also, was für ein spannendes Video. Wow. Also. Das war wie so ein 8-Gänge-Menü. Ich glaube, ich muss gleich. Kacken. Was würdest du sagen? Ey, scheiße, meine Tomatensauce ist aus. Ich nehme das einfach. Ganz klar. Also der Ketchup, ja? Der Ketchup. Bei mir war es tatsächlich... Moment. Das heißt, du würdest lieber Nudeln mit Nougatcreme essen, obwohl du Hela-Tomaten-Ketchup im Haus hättest. Ist es dein scheiß Ernst? Pass auf, die Aussage ist folgende. Ich würde lieber Nudeln mit dieser Nuss-Nougatcreme verspeisen, als mit diesem Exemplar von Ketchup. Jegliche andere Art von Ketchup würde ich verspeisen. Das hier ist kein Ketchup für mich. Und der ist sogar reduziert. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt für euch jetzt einfach auch vor dem Bildschirm entscheiden können, was es bei euch mal als Alternative gibt, sollte die Tomatensauce ausgehen. Brechstuhl. Wir werden es heute Nacht herausfinden. Reziproke Darmperistaltik. Ja, flüssig. Mhm. Wenn ich auslaufe aus dem Hintern. Ja. Gut, vielleicht wäre ein Like ganz angebracht. Liken. Oder, ich meine, für die Leistung hier. Vielleicht sogar ein Abo, meinst du sogar? Ja, oder man schaut mal auf dem Twitch-Kanal bei dir vorbei. Und die Glocke an. Zweimal draufklicken. Falls wir vielleicht mal rausfinden wollen, wie Kartoffeln... Die sind eh nicht mehr da. Ja. Ich lüfte mal. Kann jetzt hier so Endcard kommen. Ja, ich lüfte mal.